dass er in euch dienen darf und dass er in euch aufwachen darf. Als äußeres Zeichen dafür, dass du mit anbrust, dass du einige Sachen in dir änderst und dass der Herr weiter aufwachen kann, dass du einige Sachen brechen lassen kannst, wirst, dass der Herr aufwachen kann. Ihm zur Ehre. Das Bekenntnis von ihm und von der Gemeinde.